Und nun möchte ich euch kurz und bündig die elektrische Leistung erklären. Man kann ja die Energie kaufen. Man gibt also dem Elektrizitätswerk, keine Ahnung, sagen wir 5 Euro, und dafür erhält man eine bestimmte Menge Energie. Zu den Einheiten kommen wir zum Schluss nochmal. Nun kann man diese Energie verbrauchen. Ihr wisst ja, verbraucht kann sie nicht werden, nur in andere Form verwandelt. Man kann das langsam oder schnell tun. Man kann diese Energie, die man beim Elektrizitätswerk gekauft hat, innerhalb von einem Tag verbraten. Man kann sich aber auch eine Woche Zeit dafür lassen. Ja, die Energie ist die gleiche, die Zeit ist die verschieden. Also gibt es einen Begriff des Energieumsatzes, je nachdem, wie schnell Energie verbraucht werden kann. Und diese Geschwindigkeit des Energieumsatzes, die heißt einfach Leistung. Und eine Gleichung dazu zu formen, ist jetzt sehr leicht. Leistung ist einfach Energie durch Zeit. P ist W durch T, wobei P der Buchstabe für die Leistung ist. P wie Power. Die Einheiten in der Physik sind 1 Watt, das ist die Normeinheit, ist 1 Joule pro Sekunde. Zu anderen Einheiten für die Energie kommen wir später. Wir lösen jetzt deswegen diese Gleichung auf nach der Energie und erhalten natürlich W ist P mal T. Im Zweifelsfall könnt ihr euch wieder so ein Merkdreieck aufschreiben. Überlegt mal, wie das aussehen muss. Oben das W, unten P mal T. Energie ist also die Leistung mal die Zeit, logischerweise. Wenn die Leistung Energie durch die Zeit ist, ist die Energie Leistung mal die Zeit. Und dann haben wir wieder, ein Joule ist 1 Watt mal eine Sekunde. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass hier das W verwendet wird. Ihr seht das, einmal ist es das W für die Energie hier und hier ist es das W für Watt als Einheit, nach diesem James Watt benannt. Sehr praktisch, aber nicht in unser Normensystem passend, aber jeder verwendet es, insbesondere die Elektrizitätswerke, ist die Einheit Kilowattstunde. Kilo ist klar, das ist 1000, Watt ist ja die Leistungseinheit und H ist die Stunde, eine Einheit, die zwar sehr praktisch ist, aber nicht die Normeinheit ist. Ihr wisst, eine Stunde sind 3600 Sekunden und deswegen ergibt sich folgende Betrachtung. Eine Kilowattstunde sind also 1000 mal 3600 Wattsekunden. Also 3.600.000 Joule. Daran seht ihr, dass ein Joule eine ziemlich kleine Energieeinheit ist und die Kilowattstunde ist halt einfach praktischer. Die Stromrechnungen würden sonst fürchterlich aussehen, dann hätte man Milliarden von Joules anstatt einige relativ wenige Kilowattstunden.